Ja, hallo. Ich sehe, da trudeln schon die Teilnehmer ein. Ja, dann werde ich gleich mal anfangen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Live-Call, Live-Question and Answer-Webinar zum Thema Muskelaufbau nach Magersucht, Recovery, Ernährung, wie man das Ganze angeht. Letzte Woche hat es schon auf Instagram ein Question and Answer gegeben zum Thema Training, Muskelaufbau, Veränderung des Körpers nach der Magersucht, richtig zunehmen. Und heute werden wir uns mehr dem Thema Ernährung widmen. Ihr habt unten eine Chatfunktion. Ich habe die Themen, die eingemeldet worden sind, per E-Mail und per Instagram, habe ich gesammelt. Aber sollten heute noch Fragen aufkommen, dann können Sie unten die Chat-Funktion nutzen und ja, dazwischen noch weitere Fragen stellen. Ihr könnt es auch weiterhin jederzeit per E-Mail dann noch Fragen stellen, sollte dann noch etwas aufkommen im Zuge dessen. Aber ich werde jetzt einfach die Themen behandeln, die ja eingemeldet worden sind zum Thema Ernährung und wie man das richtig angeht. Und zwar, eure Themen waren: Gedanken drehen sich nur ums Essen, wie man damit umgeht, ständige Diätgedanken, Umgang mit Fressattacken, Umgang mit Sättigungsgefühl, wie man auch mit Extremhunger umgeht, richtig zunehmen bezogen auf die Essensmenge und Snackportionsgrößen. Also das waren so die Themen, die eingemeldet worden sind und die ich heute mit euch durchgehen werde. Und wenn es dazu dann noch Fragen gibt, dann gerne die Chat-Funktion unten beim Balken müsstet ihr die Funktion Chat haben. Und zwar, Gedanken drehen sich nur ums Essen. Das ist eine Sache, die, wenn man aus der Magersucht kommt oder generell, wenn man aus Essstörungen kommt, die natürlich sehr präsent ist. Es war halt lange oder ist grundsätzlich ein Thema im Leben, das Essen und Kalorien und was darf man essen, welche Lebensmittel. Und das ist sehr präsent. Ja? Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das von heute auf morgen verschwindet. Ja? Also bei mir hat das auch sehr, sehr lange gedauert. Es ist, aber für den Anfang ist es auch in Ordnung, weil das Wichtigste ist mal, speziell nach einer Magersucht, dass einmal die Menge stimmt. Ja, also dass die Kalorien stimmen, vor allem wenn man sagt, man möchte Muskelaufbau betreiben und möchte Krafttraining machen, dann ist im ersten Schritt mal wichtig, dass die Kalorienmenge stimmt. Da geht es noch gar nicht so darum, dass man von heute auf morgen einfach frei und intuitiv essen kann. Das funktioniert meist einfach nicht. Das ist ein Prozess. Und dieses ständig ans Essen denken ist eben ein großer Teil davon. Ist am Anfang einfach noch normal. Da gehört auch ein bisschen dazu, zu akzeptieren, okay, das ist jetzt einfach so. Aber es ist im ersten Schritt mal wichtig, dass einfach die Kalorienmenge stimmt, dass genügend Essen mal da ist. Vor allem, wenn man das dann auch mit Krafttraining eben kombiniert und man sagt, man möchte gesund aufbauen, dass die Kalorienmenge stimmt. Es wird sich noch eine Zeit lang. Es werden sich die Gedanken einfach noch eine Zeit lang ums Essen drehen und das ist auch völlig normal, weil etwas, das so viele Monate oder Jahre in deinem Leben präsent war, wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Ja? Das betrifft mehrere Lebensbereiche und nach einer Magersucht ist es halt eben so, selbst wenn man sagt, man isst dann genug und man ist vielleicht für das Umfeld schon irgendwie gesund, weil man jetzt Normalgewicht hat, ja? Betroffene oder generell Menschen, die sich mit Essstörungen beschäftigen, wissen, dass nicht nur das Gewicht ausschlaggebend ist für eine Essstörung. Das wird einfach noch eine Zeit lang Teil deines Lebens sein. Und diese Gedanken rund ums Essen auch. Und da ist einfach dieser Schritt zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt einfach, dass der erste Schritt mal ist, ich muss genügend essen. Ja? Also letztens hat in einer Essstörungsgruppe auf Facebook ein Mädel geschrieben, dass sie eigentlich sofort intuitiv essen möchte und vom Kalorienzählen wegkommen möchte. Aber sobald sie aufhört, Kalorien zu zählen, isst sie einfach wieder viel, viel weniger. Und dann geht das wieder in den Teufelskreis über. Ja? Und da wirklich zu akzeptieren, okay, sie braucht das Kalorienzählen einfach noch zur Sicherheit. Und ich bin auch wirklich ein Fan in der Übergangsphase, sei es jetzt aus dem Untergewicht oder aus dem Übergewicht, ins Normalgewicht zu kommen, ist Kalorienzählen einfach eine super Methode, dass man sagt, man hat einfach mal die Sicherheit, dass es genügend ist, dass es bedarfsgerecht ist. Ja? Und da drehen sich natürlich noch die Gedanken ein bisschen ums Essen. Also es geht einfach nicht von heute auf morgen zu sagen, ich
denke an dieses ganze Thema nicht mehr, weil es einfach so lange präsent war und weil man erst wieder diese Routine reinbringen muss. Ja? Also dieses Essen läuft nebenbei, das geht nun mal nicht von heute auf morgen, aber es geht. Es wird irgendwann mal so sein, dass du sagst, du hast diese normale Menge jetzt einfach schon so zur Routine gemacht, dass sie irgendwann mal die Routine wird. Aber dafür musst du erstmal lernen, wieder bedarfsgerecht zu essen. Dafür musst du lernen, was sind normale Portionsgrößen, was ist die Menge am Tag, die ich wirklich brauche, die mein Körper wirklich braucht. Weil man nach einer Magersucht natürlich das Ganze verlernt. Ja? Also das, was für dich in einer Magersucht normale Portionen oder vielleicht sogar zu viel ist, ist eigentlich viel zu wenig. Ja? Da spielt dir dein Kopf einfach einen Streich. Also da wirklich, also was jetzt speziell das Thema Gedanken drehen sich nur ums Essen angeht, das einfach am Anfang zu akzeptieren. Es wird halt noch eine Zeit lang so sein, ja. Aber der erste Schritt ist mal wirklich genügend und nährstoffreich zu essen und dann diese nährstoffreiche, ausreichende Ernährung immer mehr dann einfach zur Nebensache zu machen, ja. Also auch Kalorienzählen ist für den Beginn und damit es einmal wirklich diese Menge ist, die dein Körper auch braucht, durchaus hilfreich und auch sehr empfehlenswert. Ja. Und wenn du das dann eine Zeit lang machst und eh dann schon immer dem Normalgewicht näher kommst, ja, dann wirst du auch Schritt für Schritt das Kalorienzählen loslassen können und auch dieses ständig an das Essen denken. Ja. Das wird dann einfach, wenn du weiterhin daran arbeitest und wenn du auch weiter an deinem Mindset arbeitest, wird es einfach dann immer mehr zur Nebensache und wird dann irgendwann mal wieder intuitiv funktionieren. Ja. Aber mach dir bitte, bitte nicht selber den Druck zu sagen, hey, ich will jetzt von heute auf morgen intuitiv essen. Ja. Wenn du jetzt Ex-Betroffene siehst, die total normal mit dem Essverhalten umgehen, ja, ist meist bei Betroffenen einfach der Wunsch vorhanden, hey, ich will das auch, warum geht das bei mir nicht? Ja? Und das ist aber was, das braucht einfach ein bisschen. Ja? Du siehst bei anderen Personen, sei es jetzt durch das Krafttraining oder was auch immer, siehst du immer nur das Ergebnis. Du siehst nicht den Prozess dahinter. Und das ist aber eben ein Prozess und lass dir auch die Zeit und gib dir auch die Zeit und sag dir selber, dass es ein Prozess ist und dass es jetzt einfach diese Zwischenphase ist. Halt dein Ziel, halte vor Augen, ja, keine Frage, aber akzeptiere auch einfach den Prozess und akzeptiere auch die Zwischenschritte, ohne dir selber so viel Druck zu machen. Ja. Also da auch ein bisschen Geduld mit dir selber haben und Geduld mit dem Prozess zu haben, dass das einfach eine Zeit lang dauert. Ja, also so viel zum Thema, Gedanken drehen sich ständig nur ums Essen. Das war halt lange so und wird dann auch vielleicht noch eine Zeit lang so sein, aber so, dass es sich einfach in eine gesündere Richtung entwickelt. Ja, also das wär so viel dazu. Ja. Genauso der nächste Punkt, ständige Diätgedanken. Ja. Da ist jetzt noch speziell Diät im Vordergrund. Ja. Ständige Diätgedanken führen halt sehr oft, und das wird dann auch noch ein Punkt sein, zu Fressattacken. Ja. Dieses ständige Verbieten, ständiger Verzicht, ja, das verursacht im Kopf einfach was, man will es dann umso mehr. Ja. Je mehr du dir etwas verbietest, je mehr du dir ein Lebensmittel verbietest, desto mehr wird es irgendwann einmal, vielleicht nicht sofort, ja, aber kann das irgendwann einmal, und das passiert eben bei sehr, sehr vielen Betroffenen, ja, eben die aus der Magersucht dann eben irgendwie ins Binge-Eating oder in Bulimie, dass das dann übergeht, ja, das verursacht das einfach, ja. Also diese ständigen Diätgedanken, im Endeffekt, sie führen dann zu nichts, ja. Also sie führen dann meistens zum Gegenteil. Also da wirklich so Frieden mit dem Essverhalten irgendwie zu gewinnen und auch diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe, das sind ja alles so sehr, sehr wichtige Themen, auch zu akzeptieren, worum geht's im Leben eigentlich? Ja, was will ich aus meinem Leben machen? Will ich mein ganzes Leben damit verbringen, ständig in irgendwelchen Diätgedanken zu sein, ständig mir irgendwas zu verbieten? Mich könnte morgen ein Auto überfahren. Ja, was ist das dann wert? Was ist das wirklich wert für die niedrige Zahl auf der Waage? Ja, dass ich mein Leben nicht wirklich genossen habe, weil ich habe jetzt dieses eine Leben und anstatt daraus was zu machen, denke ich die ganze Zeit nur ans Essen, denke ich die ganze Zeit nur ans Diät halten. Ja. Also da wirklich auch das Mindset ein bisschen zu trainieren, sage ich jetzt mal. Nicht immer nur Muskelaufbau zu machen, was auch sehr wichtig ist, Krafttraining, weil es sehr gesund ist, nach dem Untergewicht auch Muskeln aufzubauen, ja, weil die ja weggehungert worden sind. Ja, also du wisst ja, bin ich ja ein Freund davon, wenn die Ausgangsbasis stimmt. Ja. Aber da auch wirklich das Mindset zu trainieren, ja, was will man eigentlich aus diesem Leben machen? Und meist haben ja Essgestörte bzw. auch Magersüchtige ein wahnsinniges Potenzial. Ja, sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Perfektionismus, auch meist sehr in der Schule sehr gut, ja,
Und dieses Potenzial einfach zu nutzen und zu sagen, man macht was draus. Ja? Also man baut dieses ganze Training, Ernährung und diese Gesundheitsschiene einfach so auf ein Level, dass man sagt, man kann sich wieder auf die anderen Lebensbereiche auch fokussieren. Ja? Weil so eine Krankheit blockiert natürlich, blockiert in der Schule, im Berufsleben, die Beziehungen, ja, also das Umfeld leidet total, eine Beziehung zu führen ist kaum möglich, ja, die Eltern sowieso, ja, also das blockiert einfach und da sich einfach immer wieder zu fragen, ist es das wirklich wert, ja, nicht mit den Freunden essen zu gehen, nicht mit den Eltern essen zu gehen, dafür, dass auf der Waage dann eine niedrige Zahl steht, ja, und dafür hat man dann am Ende des Tages gelebt, ja, also das einfach immer wieder hinterfragen, ob deine Handlungen, deine Gewohnheiten, die du im Moment tust, ob sie dir wirklich gut tun, ja. Also das so viel zu den ständigen Diätgedanken. Fragen, ob es diese Gedanken, ob sie Zeit, die du damit verschwendest, in Diätgedanken zu sein, ob sie das wirklich wert sind oder ob du deine Zeit und deine Gedanken nicht für etwas Positives und dich eher so zu fragen, was willst du machen aus deinem Leben? Was willst du, was hast du vielleicht für Hobbys? Ja, was willst du erreichen? Ja, also mehr so in Richtung auch den Fokus zu lenken, was willst du machen? Ja, und weniger immer nur darauf, dir selbst zu schaden oder weh zu tun oder die niedrigste Zahl auf der Waage zu haben. Ja. Also so viel zu den ständigen Diätgedanken. Dann war noch ein Thema von euch, Umgang mit Fressattacken. Ja. Ein ganz, ganz, ganz präsentes Thema. Ja. Speziell, wenn es darum geht, aus der Magersucht dann in dieser Übergangsphase mit ständigen Fressattacken. Wahnsinnig häufig. Da gibt es sehr, sehr viele Faktoren. Ja, das ist jetzt auch nicht ein Thema, das man jetzt irgendwie in 2 Minuten abhandelt. Ja. Da bedeutet es wirklich sehr, sehr viel zu reflektieren. Ja. Auf der einen Seite spielt die körperliche Komponente eine Rolle. Das bedeutet, diese Fressattacken kommen einerseits daher, da der Körper lange nicht genügend Nährstoffe hatte. Ja. Irgendwann mal zahlt er dir das heim. Ja. Du hast mir sehr lange nicht alle Nährstoffe gegeben, die ich brauchte, jetzt zahle ich dir heim, jetzt kommt es so richtig mit Fressattacken, dass du dich schlecht fühlst, dass du Bauchschmerzen hast, dass du dich dick fühlst, ja. Das ist so dieses, klar, wenn man eine Zeit lang gehungert hat oder vielleicht sogar eine lange Zeit lang, ist es sehr häufig so, dass es irgendwann mal wieder zurückkommt. Ja, Heißhungerattacken, klar, wenn du nicht alle Nährstoffe hast, irgendwann sagt der Körper, ich brauche aber. Ja, ich muss überleben, ich muss funktionieren. Meine Körperfunktionen müssen funktionieren, Periode, alles mögliche, Atmung, ja, so die ganz normalen Körperfunktionen. Grundumsatz ist nur, damit der Körper überhaupt mal funktioniert. Ja? Und wenn dann Betroffene nur den Grundumsatz oder sogar noch weniger essen und dazu aber stundenlang spazieren gehen, ja, das kommt irgendwann mal wieder zurück. Und das sind Heißhungerattacken und Fressattacken sind sehr, ein sehr präsentes Thema. Ja? Also das ist so diese körperliche Komponente, warum es kommt. Die seelische ist dann zu hinterfragen, wann kommen diese Fressattacken? Was fühlst du damit? Ja? Fühlst du dich einsam? Fühlst du dich verlassen? Hast du Verlustängste? Bist du, weiß ich nicht, gestresst? Ja? Also wann kommen diese Fressattacken wirklich auf? Ist es, weil du jetzt zu wenig gegessen hast? Ja? Oder fühlst du damit irgendwas auf, was innerlich fehlt, eine innerliche Leere? Ja? Also das sind so diese Komponenten zu hinterfragen, warum kommen diese Fressattacken? Habe ich vielleicht wirklich so lange gehungert? Und ja, deswegen kommen sie. Wie kann ich dagegen steuern? Ja, so nicht in diesen Teufelskreis verfallen. Ja? Also wenn jetzt eine Fressattacke kommt, weil du beispielsweise zu wenig gegessen hast, ja, das einmal zu akzeptieren, zu wissen, okay, diese Fressattacke ist jetzt da, weil ich zu wenig gegessen habe. Ich möchte sie jetzt eh ändern. Ich möchte mit Kalorienzählen oder wie auch immer Krafttraining, was auch immer dir da jetzt hilft. Ja. Möchtest du jetzt ausreichend und gesund essen? Und dann ist es wichtig, nach so einer Fressattacke nicht zu kompensieren. Ja. Also nicht wieder in dieses Muster zurückzufallen, nicht wieder in diesen Teufelskreis. Und jetzt muss ich Diät halten, jetzt muss ich auf Kohlenhydrate verzichten, jetzt muss ich wieder hungern, jetzt muss ich, weiß ich nicht, unter 1000 Kalorien essen, 3 Stunden spazieren gehen, 5 Stunden Cardio machen, ja, also sowas. Weil das, dann ist es ein Kreislauf, dann fängt das wieder an. Ja, dann war es nämlich wieder zu wenig, hast du wieder zu viel kompensiert. Und dann fangen wieder diese Fressattacken an, ja. Und dann hört dieser Kreislauf aus Hungern und Fressen, hört dann überhaupt nicht auf, ja. Also, um da auszubrechen, wirklich zu akzeptieren und zu sagen, du machst jetzt gesund und ausgewogen weiter und verfällst nicht wieder in den Teufelskreis, nicht wieder ins Hungern, weil sonst spielst du Ping-Pong zwischen Hungern und Fressen, ja. Oder Bulimie, weil du dann glaubst, du musst es kompensieren durchs Erbrechen, ja. Also, wie auch immer du das dann glaubst, kompensieren zu müssen,
lass es, weil sonst hört es nicht auf. Ja? Also der Weg ist wirklich eine langfristige, ausgewogene Ernährung. Wenn es aus der Magersucht ist, dann wenn du bereit bist, auch Krafttraining, Muskelaufbau, um deine Muskulatur wieder zu stützen und dann natürlich das Mindset dazu zu trainieren. Ja? Also nicht diese ständigen Diätgedanken wieder aufkommen lassen, weil diese Diätgedanken führen dann meistens ins Gegenteil. Ja? Also das sind so die Komponenten, wo man sagt, die Fressattacken zu vermeiden. Ja? Was auch noch dazu kommt, ist, kein Lebensmittel per se ist gut oder böse. Ja? Also es gibt natürlich nährstoffreichere Lebensmittel, seien es Vollkornprodukte, Gemüse und so weiter. Ja? Und stärker verarbeitete Produkte, Junkfood, Süßigkeiten. Ja? Aber es macht immer die Menge, das Gift. Ja? Und löse dich von den Gedanken, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Es gibt nur eine gute und eine schlechte Menge davon. Ja? Ich bin ein Verfechter von der 80-20-Regel, ja, dass man sagt, okay, 80% der Ernährung ausgewogen, nährstoffreich. Ja, also man hat einen Kalorienbedarf am Tag und 80% davon sollten so sein, dass du sagst, es sind ausgewogen, nährstoffreiche Lebensmittel, damit dein Körper einfach alles, alle Nährstoffe gedeckt hat. Ja? Mit der Verteilung Kalorien, Kohlenhydrate, Protein und Fette ausgewogen, ja? Bedarfsgerecht. Ja, und die restlichen 20%, dass du sagst, okay, du kannst dir jeden Tag irgendein Stück Süßigkeit, irgendein Schokoriegel oder was auch immer gönnen, ja. Aber es gibt keine schlechten, bösen Lebensmittel. Es macht nur die Menge einfach schlecht. Ja? Und deswegen, wenn du anfängst, dir irgendwelche Lebensmittel strikt zu verbieten, ja, ist das nochmal zusätzlich fördernd für Fressattacken. Ja? Weil dann kommen zufällig, genau wenn diese Fressattacken kommen, isst du zufällig genau diese Lebensmittel, die du dir so lange verboten hast. Ja? Ganz komisch. Wahrscheinlich wolltest du aber gerade damals zu irgendwelchen Zeitpunkten, wolltest du vielleicht diesen Schokoriegel essen, ja? Hast es dir aber verboten und dann eskaliert das an einem Tag völlig, sodass du bei 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien aus diesen Süßigkeiten bist. Ja? Anstatt dir an diesem einen Tag diesen einen Schokoriegel zu geben. Ja, also da wirklich zu sehen, durch diese 80-20-Regel hast du auch einfach jeden Tag die Möglichkeit, dir diesen Schokoriegel zu gönnen. Und dann wird das auch einfach gar nicht mehr so interessant und wichtig sein, weil du es eh jeden Tag könntest. Ja, also das auch vorbeugend gegen Fressattacken, nicht irgendwas zwanghaft verbieten. Ja, weil sonst eskaliert es an einem Tag dann völlig und dann fühlst du dich nur schlecht, dann hast du nur Bauchschmerzen, dann fühlst du dich einfach mies. Und das ist einfach nicht notwendig, wenn man die Ernährung einfach ausgewogen gestaltet. Ja. Und wie gesagt, wenn da am Anfang Kalorienzählen hilfreich ist, und das ist es meistens, ja, dann mach so, weil dann hast du alle Nährstoffe gedeckt und dann wird das mit den Fressattacken auch weniger. Und dann pendelt sich das alles einfach auf ein normales, gutes Level ein. Ja. Also so viel zu Fressattacken, sehr, sehr oft ein Thema, hatte ich damals auch. Ja, also ich hatte eine Phase, da bin ich wie ferngesteuert in den Supermarkt hineingegangen, habe mir alles genommen, was ich mir sonst immer verboten habe, war an Tagen wirklich bei 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien, ja, weil ich auch einfach noch nicht dieses ausgewogen Ernähren intus hatte. Ja, also das war nach meiner sehr kritischen Magersuchtszeit, war da wirklich so eine Phase, wo ich einfach alles in mich hineingeschaufelt habe, habe mich mega schlecht gefühlt, ja. Da war ein Tag, da war ich mit einer Freundin beim All-You-Can-Eat-Chinesen, das war zu der Zeit überhaupt der Hit, ja, also einfach wenig zahlen und dann so viel reinschaufeln, wie nur geht, ja, Hungersättigungsgefühl war überhaupt nicht vorhanden, ja, habe ich komplett verlernt. Und das war an dem Tag so schlimm, dass meine Freundin fast das Krankenhaus gerufen hätte, ja, weil ich wirklich zusammengebrochen bin. Ich habe die Tage davor gehungert, ja, und an dem Tag einfach dann alles an Reis und Nudeln und Süßigkeiten und so reingestopft und war sicher bei 5.000, 6.000 Kalorien und das hat mein Körper einfach nicht gepackt, ja. Und das ist nicht notwendig, ja, wenn man es auf dieses ausgewogene Level einfach bringt, was sehr empfehlenswert ist, weil weder zu wenig noch zu viel ist für den Körper wirklich gesund. Ja, ja, also so viel dazu. Fressattacken nach der Magersuchtszeit, sehr, sehr großes Thema und sehr viel reflektieren und die Ernährung in den Griff bekommen, ja, und eben dann auch an dem Mindset arbeiten, ja. Ja, so viel zu Fressattacken. Dazu gleich passend noch zum Thema, war eben eine andere Frage noch, Extremhunger und Sättigungsgefühl. Ja, also das auch, wie eben schon gesagt,
Sättigungsgefühl nach einer Magersucht nicht vorhanden. Ja? Hungergefühl nach einer Magersucht nicht vorhanden. Das ist einfach Fakt. Ja? Der Magen verkleinert sich, man hat überhaupt kein Gefühl mehr für normale Portionen, für die richtige Menge, wie viel braucht man am Tag. Ja? Also einfach das zu akzeptieren, zu wissen, es ist jetzt einfach eine Zeit lang so, ich habe kein Sättigungsgefühl, ich habe kein Hungergefühl, ich weiß nicht, wie viel wirklich normal ist für meinen Körper. Deswegen, wie gesagt, ich bin ein Verfechter von übergangsmäßig, nicht für den Rest des Lebens, ja, aber übergangsmäßig Kalorien zu zählen, bis man sich zumindest dem Normalgewicht mal nähert, ja, oder auch schon im Normalgewicht ist. Und erst dann das wirklich Schritt für Schritt wieder loszulassen, das Zählen. Aber es hilft einfach, weil du dir sicher sein kannst, dass es genug ist. Weil du eben kein Sättigungs- und Hungergefühl einfach mehr hast. Ja? Und weil du kein Gefühl mehr für normale Portionen hast. Was jetzt das Sättigungsgefühl und mehr Essen angeht, es gibt unterschiedliche Ansätze. Letztens hat eine in einer Facebook-Gruppe geschrieben, sie ist für sofort radikal auf die Soll-Kalorienmenge gehen und sofort soll jeder auf 3000 Kalorien gehen. Ja. Sehe ich nicht so, ja, weil eben oft der Magen so geschrumpft ist. Und ich hatte heute erst ein Coaching-Gespräch mit einer Mädel, die ist im Moment wirklich bei sehr, sehr, sehr wenig Kalorien. Ja. Und da das geht einfach nicht, dass man von heute auf morgen sagt, du isst jetzt auch 3000 Kalorien. Mal abgesehen davon, dass sie klein ist und 3000 Kalorien gar nicht braucht. Ja, natürlich, sie muss einmal zunehmen, ja, aber sie sollte sich ja auch gut damit fühlen. Es bringt nichts, wie es halt leider auch in vielen Kliniken ist, ja, die Mädels dann zu mästen. Ja, sie fühlen sich schlecht und dann fallen sie wieder in das alte Muster zurück. Ja. Und was eben so Sättigungsgefühl angeht, hilft es halt, die Kalorien auch so wochenweise zu steigern. Ja? Also wenn man sagt, du bist jetzt bei einer Ist-Kalorienmenge, ja, und du hast für deine Körperdaten eine bestimmte Soll-Kalorienmenge, dich dem wirklich anzunähern. Ja? Weil dein Magen einfach verkleinert ist, er ist geschrumpft und du wirst dann einfach nicht von heute auf morgen die Soll-Kalorienmenge zu dir nehmen können, weil es einfach, weil du so schnell voll bist, weil du so schnell schlecht bist dann auch. Ja? Also das ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen funktioniert es, ja. Die sagen wirklich, sie können von heute auf morgen, sie schalten den Kopf aus und sagen, sie wollen jetzt gesund sein, sie wollen jetzt gesund zunehmen, können von heute auf morgen wirklich die Sollkalorienmenge essen, aber bei vielen geht es halt nicht, weil sie sagen, ich kann überhaupt noch nicht so viel essen, ja, ich bin so voll, ich bin so träge, ich habe Bauchschmerzen, ja. Da helfen vielen hochkalorische Lebensmittel, ja, also zum Beispiel sowas wie Nüsse, Avocado, auch mal ein paar Samen, also so, ich mag total gern Sonnenblumenkerne in den Salat oder Kürbiskerne, ja, kann man sich super in den Salat haben, natürlich auch Öl, falls es geht, geht halt oft noch nicht, oft ist mehr dieses, ich will ein bisschen essen, ja, ich will meine Kalorien nicht trinken oder ich kann kein Öl, ja, dann eher so Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne oder Leinsamen in den Salat hineingeben. Ich finde übrigens Leinöl sehr gut im Salat, ja. Aber wie gesagt, das geht halt oft noch nicht. Wichtig ist aber auch, dass du die Fettmenge halt zu dir führst, ja. Auch sehr, sehr wichtig für deine Hormone, ja. Also Fett ist wirklich sehr, sehr wichtig, ja. Da solltest du bei 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett solltest du schon unbedingt sein, damit deine ganzen Körperfunktionen einfach wieder gut funktionieren, ja. Also da, was Sättigungsgefühl angeht, wirklich eher auf hochkalorische Lebensmittel zurückgreifen. Ja. Auch eher Vollkornnudeln statt Kartoffeln, ja, weil die eben mehr Kalorien haben und nicht ganz so viel sättigen. Ja, Trockenobst zum Beispiel, nach dem Training sind Datteln oder Trockenobst, ist das super gut, ja, haben eben schnelle Kohlenhydrate. Also da wirklich auf hochkalorische Lebensmittel zurückgreifen. Und was natürlich auch geht, ist so Trinknahrung wie Fresubin zum Beispiel. Ja, oder irgendwelche Shakes, ja, Proteinshake nach dem Training. Also wenn es wirklich geht, dass du sagst, du kannst deine Kalorien noch trinken und du möchtest sie sogar trinken, weil du einfach so schnell satt bist, deine Kalorienmenge aber voll bekommen musst oder möchtest, dann wirklich auf solche Hilfsmittel einfach zurückgreifen. Ja. Also das wäre ganz, ganz wichtig, weil halt eben Sättigung, Hungergefühl am Anfang noch ein totales Thema ist, weil du es verlernt hast. Ja. Also wir kommen zwar mit diesem natürlichen Hunger- und Sättigungsgefühl auf der Welt, aber eine Essstörung macht das halt kaputt. Ja. Und da ist wieder das einfach neu zu lernen. Ja.
sowohl was Sättigungsgefühl als auch das Hungergefühl angeht. Es wird dann irgendwann mal wieder kommen, wenn du dann lange genügend isst und das alles auch einfach zur Routine gemacht hast, dann hast du wirklich den natürlichen Hunger dann irgendwann mal wieder. Natürlich kann man sich immer wieder, wenn man Appetit auf irgendwas hat oder wenn man gerade Hunger hat und dann nicht isst, ja, kann man das immer wieder übersteuern. Ja, aber so dieses Hunger- und Sättigungsgefühl kommt einfach wieder. Ja. Aber es dauert. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, das alles ist ein Prozess. Ja. Und da dir auch wirklich und deinem Körper auch wirklich die Zeit zu geben. Ja, weil wenn du sehr lange eine Gewohnheit hattest, die gegen die Natur deines Körpers warst, dann dauert es einfach ein bisschen. Ja. Und so ist es halt auch mit dem Sättigungsgefühl. Ja. Also deswegen hilft am Anfang einfach auch das Kalorienzählen so sehr. Ich sehe übrigens eure Fragen. Ich werde die am Ende dann noch beantworten. Ich brauche dazu nämlich meine Brille, sonst sehe ich es nicht. Aber ich werde am Ende werde ich die Fragen durchgehen und darauf antworten und es wird auch eine Aufzeichnung geben. Ja? Also ich werde dann nachher auf Instagram und per E-Mail dann die Aufzeichnung mit euch teilen. Ja, richtig zunehmen bezogen auf die Essensmenge war auch noch ein Thema, das eingemeldet worden ist. Ja, da, wie ich schon gesagt habe, Essensmenge ist einfach ein Thema, das man am Anfang nicht kann, nicht kennt, weil man zu wenig Portionen hatte, weil man zu wenig von dieser Menge hatte. Und da hilft halt das Kalorienzählen auch. Ja, also mit den aktuellen Daten einfach die Soll-Kalorien zu berechnen. In meinem Buch gebe ich da auch eine Anleitung dazu. Das Buch könnt ihr über meine Webseite bestellen. Da ist auch eine Anleitung, wie rechnest du dir deine Soll-Kalorien, deine Soll-Kohlenhydrate, Proteine und Fette aus. Ja? Und da wirklich sich dieser Essensmenge, sich dieser Kalorienmenge dann einfach auch zu nähern. Ja? Was so die Mahlzeitenaufteilung angeht, ist auch sehr oft eine Frage, wie viele Mahlzeiten denn? Da ist es so, grundsätzlich, ja, kommt es auf die Kalorienmenge drauf an. Du könntest deine Kalorien auch in 2-3 Mahlzeiten am Tag decken. Aber wenn du aus dem Untergewicht kommst, ist es schon ratsam, die zu verteilen. Ja? Also, dass du wirklich sagst, vor allem, weil du dann auch deine fixe Struktur einfach im Kopf hast. Also sagst, okay, du hast jetzt wirklich deine 3 Hauptmahlzeiten und hast dazwischen deine Snacks. Ja? Vor allem, weil es oft einfach noch nicht möglich ist, große Portionen zu essen. Ja, also mit 2-3 Portionen die Sollkalorien zu decken, wenn man aus einer Magersucht kommt und der Magen einfach verkleinert ist, das funktioniert halt oft nicht. Da funktioniert das regelmäßige alle 2-3 Stunden Essen und die 3 Hauptmahlzeiten mit den 2-3 Snacks am Tag funktioniert meistens einfach besser. Ja. Also wichtig, Output ist Kalorienmenge, Kohlenhydrate, Fette, Protein stimmen, die Menge stimmt. Ja. Aufzuteilen am Tag, wenn es jetzt einmal 4 Mahlzeiten sind, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber generell funktioniert es meistens besser, wenn die Mahlzeiten einfach verteilt sind, ja, als wenn es weniger ist. Aber es kommt im Endeffekt, ob du zu oder abnimmst, kommt dann im Endeffekt auf die Menge an, ob du sie wirklich getroffen hast. Ja. Darauf auch anschließend die nächste Frage, Snack-Portionsgrößen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die Fragestellerin damit gemeint hat mit Snack-Portionsgrößen, aber wahrscheinlich, wie groß soll so eine Snack-Portion sein? Ja, das ist schwierig, das zu beantworten, weil es halt eben sehr viel auf die restlichen Mahlzeiten am Tag ankommt. Ja? Also es kann mal sein, dass vielleicht der Nachmittagssnack größer ist als das Mittagessen oder zumindest von der Kalorienanzahl her mal größer ist als das Mittagessen, es ist egal. Ja? Es ist wirklich egal, solange du am Tag einfach regelmäßig isst und am Ende auf deine Kalorien kommst und halt eben die Makronährstoffverteilung. Ja? Aber ob jetzt mal ein Snack um 100, 200 Kalorien mehr oder weniger hat, das macht das gerade nicht fett. Ja? Also um gleich eine Essensredewendung zu verwenden. Ja? Wichtig ist einfach wirklich, iss regelmäßig. Schau, dass du am Ende des Tages auf deine Kalorien kommst, auf deinen Protein, Kohlenhydrat und Fettmenge. Und schau auch, was auch wichtig ist, vor allem wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann einfach, dass du regelmäßig auch Protein zuführst. Ja? Also das wäre schon wichtig. Als ich angefangen habe, Krafttraining zu machen und mehr zu essen, war ich schon sehr, sehr strikt, weil ich habe wirklich alle 2-3 Stunden unbedingt Proteinmenge essen müssen. Ja? Wenn es jetzt einmal eine Stunde mehr oder weniger ist, wo du kein Protein hast, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ja? Aber du solltest jetzt keine lange Fastenphase haben. Ja? Ich rede jetzt nicht von der Nacht. Ja? Aber keine lange Fastenphase und nicht stundenlang keine Proteinmenge zu dir führen, weil du dort einfach Muskulatur aufbauen möchtest. Ja? Genau, also so viel dazu. Portionsgrößen, ja,
so, dass die Menge stimmt und am besten aufgeteilt. Ja. Viele fahren eben mit der Aufteilung die Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen und Abendessen etwas größer und dazwischen dann eben die Snacks wie Joghurt mit Obst oder mal auch ein Proteinriegel oder Magerquark, ja, also sowas. Ja. Handvoll Nüsse, ja, also das funktioniert einfach ganz gut, ja. Aber wie gesagt, wenn dann einmal der Nachmittagssnack oder der Abendsnack mal größer ist als die Hauptmahlzeit, dann who cares? Dem Körper ist es egal, ob er jetzt 2 Stunden früher oder später den Snack hatte oder Mittagessen, das ist ihm egal, ja. Also da wirklich auf die Kalorienmenge zu schauen und eben, dass regelmäßig Protein und auch regelmäßig Vitamine zugeführt werden. Ja. Also sowas wie Gemüse und Obst ist auch, wenn man zunehmen möchte, sehr, sehr empfehlenswert und sollte auch unbedingt integriert werden. Ja, ja, das waren so die Themen, die über Instagram und auch 1, 2 per E-Mail eingemeldet worden sind. Ich habe jetzt noch gesehen, dass ihr da noch Fragen geschrieben habt. Die lese ich mir kurz durch, aber dafür brauche ich meine Brille. Also, hallo, super, dass du so ein Live-Meeting machst. Sehr gerne. Wie höre ich denn auf, Kalorien zu zählen? Ich bin noch weit entfernt vom Normalgewicht, aber würde langfristig schon aufhören, Kalorien zu zählen. Okay, damit ist meine Frage eigentlich auch beantwortet. Danke. Ja, also da nochmal, wie gesagt, wenn du es jetzt noch brauchst, das Kalorienzählen, wenn es dir einfach noch die Sicherheit gibt, dann zähl einfach noch, akzeptierst, dass es einfach ein Teil des Prozesses ist. Langfristig das Ziel zu haben, nicht mehr Kalorien zu zählen, ja, ist, finde ich, sehr, sehr gut. Ich habe auch lange nicht geglaubt, dass ich jemals davon wegkommen werde, aber es geht dann, wenn du es einfach so lange machst und so viel Intus hast und, warte, du hast geschrieben, du bist noch weit entfernt im Normalgewicht. Ja, dann würde ich wirklich schauen, dass du dem Normalgewicht zumindest mal näher kommst. Ja? Also ich war auch schon lange im Normalgewicht, bis ich erst wirklich loslassen konnte. Weil irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich bin jetzt schon so lange im Normalgewicht. Ich trage da jeden Tag ein. Ich weiß eh, wie viel Kalorien, ich weiß eh, wie viel ich brauche. Dann habe ich es gleich sein lassen können. Ja? Also sobald du das Gefühl hast, du brauchst es nicht mehr und isst genug und hältst dein Normalgewicht, dann kannst du wirklich sukzessive sagen, du brauchst es nicht mehr und dann kannst du es lassen. Ja? Also dieses vom Kalorienzählen loskommen ist genauso ein Prozess und genauso ein Schritt, wie anfangs einfach wieder genügend zu essen. Ja? Ich kann dir aber da noch einen Link zu einem Artikel von mir geben. Ich habe nämlich auf meinem Blog, also Energy for Soul Blog, kannst du dir auch anschauen, habe ich einen eigenen Artikel darüber geschrieben, über Kalorienzählen loswerden. Ja? Also wie gesagt, wenn es dir jetzt noch die Sicherheit gibt, wenn es dir hilft, genügend zu essen, dann zähl jetzt halt noch und akzeptiere, dass es jetzt halt Teil deines Weges ist und Teil deines Prozesses ist, mit dem Ziel, irgendwann mal das loszulassen. Das wirst du dann noch schaffen, weil dann hast du dein Normalgewicht, dann trägst du einfach jeden Tag ein und denkst dir, du weißt das eh schon und dann brauchst du es auch nicht mehr. Ja? Also das wirklich, aber freut mich, dass die Frage damit auch gleich beantwortet war. Das heißt, solange die Ernährung nicht stimmt, sprich nicht genug gegessen wird, würdest du Sport auf keinen Fall einbauen. Das kommt sehr darauf an, wenn du jetzt quasi zu wenig isst und jetzt anfängst auch noch Sport zu machen, dann ist es natürlich kontraproduktiv, ja? Weil dann verbrauchst du ja noch mehr. Ja? Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest gesund Muskulatur aufbauen, dann solltest du sowieso die Ernährung anpassen, weil sonst funktioniert das mit dem Muskelaufbau nicht. Ja? Also wenn du zu wenig isst, dann würde ich nicht noch zusätzlich Sport machen, weil sonst müsstest du noch mehr essen, damit du diese wenige Ernährung nochmal ausgleichst. Ja? Also wenn du sagst, du möchtest jetzt in den Muskelaufbau gehen, du möchtest Kraft aufbauen, dann unbedingt auch die Ernährung dazu anpassen, sonst geht der Schuss nach hinten los. Ja? Weil wenn du Muskeln aufbauen willst, trainieren gehst, die Ernährung aber nicht anpasst, dann kannst du dir das Training auch sparen, weil dann wirst du keine Muskulatur aufbauen. Ja? Also da muss die Ernährung wirklich stimmen. Die Kalorienmenge muss stimmen, die Proteinmenge. Ja? Also das auf keinen Fall, wenn die Ernährung zu wenig ist, dann noch zusätzlich Sport dazu machen. Ja? Also das nicht. Ich bin ein Fan von mit Krafttraining aufbauen aus dem Untergewicht, aber so, dass dann die Ernährung auch mit angepasst wird, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Also Training und Ernährung gehen da wirklich Hand in Hand. Ja? Sowohl beim Ab- als auch beim Zunehmen. Ja? Wie oft empfiehlst du dich zu wiegen?
Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Das kommt wirklich darauf an, wie du damit umgehen kannst. Ja? Wenn du sagst, okay, du akzeptierst jetzt, du baust Muskulatur auf, du möchtest jetzt gesund zunehmen, trainieren, Kraftaufbau machen, dann kannst du dich wiegen und sagen, ja, es ist mir egal, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ich akzeptiere, dass die Zahl jetzt hochgeht. Ja? Wenn du dich jedes Mal fertig machst, wenn du jedes Mal wieder denkst, jetzt muss ich hungern, oh Gott, ich schaffe das nicht, diese Zahl auf der Waage, ja, dann ist es eher kontraproduktiv. Ja. Aber gerade wenn du sagst, du möchtest zum Trainieren anfangen und eh schon das Mindset hast, du willst es gesund zunehmen, dann funktioniert es meistens. Ja. Also ich habe mich nicht wiegen können in einer Zeit, wo ich einfach noch voll in diesem, oh, ich muss wenig wiegen und ich darf ja nicht zunehmen, war. Ja. Ich habe dann damals noch zu Hause gewohnt, ich habe meine Mutter dann auch gebeten, einfach die Waage zu verstecken, weil es mich jedes Mal zurückgeworfen hat. Ja. Also da ist wirklich die Frage, wie du damit umgehen kannst. Ja? Als ich nämlich dann angefangen habe, Sport zu machen, Krafttraining zu machen, dann habe ich es einfach akzeptiert und habe gesagt, okay, ich habe nämlich jetzt gesagt, ich will jetzt gesund aufbauen. Und da akzeptiere ich, dass Muskelmasse wiegt auch was. Ja? Wir Frauen brauchen zwar ein bisschen, ja, aber wiegt doch. Und dann habe ich es einfach akzeptiert, ich will gesund zunehmen. Also habe ich dann auch natürlich was schwer. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Ja? Aber da gehört einfach die Akzeptanz, was die Waage angeht, auch dazu. Ja? Und du weißt, dass du es geschafft hast, wenn dich eine Zahl auf der Waage nicht mehr den ganzen Tag aus der Bahn bringen kann. Ja? Also das wirklich lerne mit der Waage umzugehen. Und wenn es halt jetzt noch nicht geht, dann lassen. Ja? Aber wenn du weißt, du kannst damit umgehen, ist es wieder ein Zeichen, hey, du hast es geschafft oder du bist zumindest einen Schritt näher. Ja? Also da schwer eine Pauschalempfehlung zu geben. Ja? Das kommt sehr darauf an, wie du damit umgehen kannst. Ja? Was hältst du von Haltephasen im Untergewichtsbereich oder bist du straight in Richtung Normalgewicht? Haltephasen, das kommt auch darauf an, wie du damit umgehen kannst. Ja? Meist ist es so, also bei mir war es so, ich bin schon sehr straight, wie du das nennst, ins Normalgewicht, weil ich dann eben das akzeptiert habe. Ja? Die Haltephasen kommen meistens aber automatisch, dass du sagst, du kannst ein, zwei Wochen kannst du es einfach halten, weil dein Körper sich an die Mehrkalorienmenge einfach gewöhnt, du jetzt ein bisschen zunimmst und diese Haltephasen kommen dann dazwischen einfach automatisch, weil sich dein Körper einpendelt. Ja? Also die gibt es dann sowieso jetzt nicht über mehrere Jahre. Also ich habe insgesamt 1,5, 2 Jahre gebraucht, bis ich im Normalgewicht war und das auch halten konnte. Aber dazwischen. Es geht nicht jeden Tag also jeden Tag ein Kilo, das war jetzt blöd gesagt. Es geht nicht jetzt jede Woche, dass es ständig dann nur hochgeht, weil du dich von der Kalorienmenge dann her einfach auch so einpendelst, dass dein Körper sich daran gewöhnt und du dann einfach immer mehr Essen brauchst, um auch zuzunehmen. Ja? Das ist für viele am Anfang einfach unfassbar, sage ich jetzt mal, weil man dann realisiert, wie viel man eigentlich essen kann, um zu halten. Ja? Aber da musst du erstmal in diesen Schritt kommen, dass du sagst, du traust dich mehr zu essen. Ja? Und dann merkst du das auch, dass der Körper sich einfach dazwischen automatisch ein bisschen einpendelt. Ja? Also Haltephasen wird es einfach dazwischen immer geben. Ja? Aber grundsätzlich sollten die halt natürlich nicht zu lang sein. Ja? Also wenn du jetzt eine Haltephase hast von einem Jahr, wo du aber immer noch im Untergewicht bist, ja, dann ist es ein bisschen lang, ja. Also ich würde sagen, wenn sich da jetzt wirklich 2, 3 Wochen, 4 Wochen überhaupt nichts tut, ja, ist es einfach ein Zeichen, okay, dem Körper ist es nicht genügend, und du brauchst dann einfach noch mehr. Und da kann, wie gesagt, Kalorienzählen sehr, sehr gut helfen. Ja. Verwenden Kundinnen von dir auch Flüssignahrung, zum Beispiel Fresulin, All-In etc. oder nur Eiweißshakes, wenn gewollt? Also die meisten, die dann bei mir anfangen, verwenden wirklich nur nach dem Training oder ums Training, manche auch davor, weil es einfach leicht ist, einen Whey-Shake. Fresulin sage ich immer gerne, aber die meisten eigentlich nicht, weil es dann eigentlich mit der Ernährung gut funktioniert und weil die meisten halt einfach auch gerne essen. Ja? Meistens ist ja so, das ist ja das Paradoxe, man isst ja eigentlich gern. Ja? Also als Essgestörte, Ex-Magersüchtige, man isst ja gern, man verbietet sich ja nur. Ja? Und da ist einfach dieses, ich will normal essen lernen, normal. Ja? Essen lernen einfach wieder können. Ja? Also da sind meistens dann so, dass sie ums Training, was auch grundsätzlich jetzt unabhängig von der Essstörung, meist empfohlen ist ein Whey Shake, ja.
Aber das war es dann auch. Also der Großteil, 90% kommt dann wirklich einfach über die Ernährung. Ja? Also das ist so meistens einfach der Fall, weil einfach dieses normale Lernen und Frisobin ja auch eher dieses, okay, ist nur unterstützend. Ja? Hallo Julia, hast du einen Vorschlag, wie schnell man denn die Kalorien steigern sollte und was mindestens als Ausgangswert ist? Ja, also wie vorher schon gesagt, das Steigern ist auch ein bisschen individuell, wie sehr du es vom Kopf und vom Körper her schaffst. Grundsätzlich empfehle ich, weil du jetzt sagst Ausgangswert, ich empfehle keinen Ausgangswert, weil das auf dich drauf ankommt, wo dein Ausgangswert gerade ist. Ja? Also ich mache das auch mit meinen Kundinnen so, ich gebe ihnen keinen Ernährungsplan vor, ich gebe ihnen eine Zielkalorienmenge vor und sage, so und so viel solltest du bei deinen Daten essen, ja? Aber sag mir, wo du jetzt gerade bist, weil es bringt nichts, wenn ich dir jetzt schon deine Sollkalorien sage, du aber noch 1000 Kalorien entfernt davon bist, ja? Und das von heute auf morgen einfach noch nicht geht. Ja? Also Ausgangswert ist immer der, wo du gerade bist und was sich gut für dich gerade anfühlt. Dann zu vergleichen mit dem Soll und sich dann anzunähern. Und da empfehle ich immer, alle 1 bis 2 Wochen 100 bis 200 Kalorien zu steigern. Ja? Aber auch je nachdem, wie du damit klarkommst. Ja? Wenn du sagst, du schaffst schon mehr, dann auch gerne mehr. Aber meistens geht es einfach nicht, eben wegen den vorher genannten Gründen, weil der Magen sich auch erst dran gewöhnen muss. Also wirklich Kopf und Körper muss sich erst in diese Kalorienmenge erhöhen. Aber als Richtwert kannst du wirklich sagen, okay, alle 1 bis 2 Wochen schaust du, dass du 100 bis 200 Kalorien steigerst, bis du einfach bei seinem Soll bist. Ja? Und Ausgangswert, der, den du gerade jetzt hast. Ja? Könntest du dir vorstellen, einmal einen mehrstündigen Workshop, Ernährungsworkshop für Essstörungen, für Essgestörte in Wien anzubieten? Ja, habe ich mir sogar schon mal überlegt. Corona hat jetzt ein bisschen dazwischen gepfuscht, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde das mal einstündig und online machen. Aber ich habe mir da tatsächlich schon was überlegt, auch mit Seminarunterlagen und Leitfaden und allem Möglichen. Also ja, habe ich im Hinterkopf und wenn das kommt, dann werde ich mich melden. Ja? Die Sache ist halt, dass ich sehr viele Kundinnen und Interessentinnen halt auch aus Deutschland habe, aber schon auch einige aus Wien und vielleicht ja, kriegen wir da eine nette Runde zusammen. Ich behalte es mir im Hinterkopf und es freut mich, dass Interesse da ist. Was ist dein Erfahrungswert? Müssen diese Esspläne oft angepasst werden, zum Beispiel erhöht, weil die Menge nicht mehr ausreicht, um weiter zuzunehmen? Ja, das ist tatsächlich sehr oft so, weil sich, wie gesagt, der Körper einfach einpendelt. Ja? Also es ist schon so, dass viele dann überrascht sind, wie viele sie essen können, um zu halten, ja? Bis sie dann wirklich mehr zunehmen müssen. Es kommt aber natürlich auch sehr viel auf die übrige Bewegung an, ja. Also es gibt dann welche, die einfach nicht von heute auf morgen dieses zwanghafte und viele Bewegen loswerden können. Die brauchen dann natürlich noch mehr Kalorien. Aber ja, das ist dann wirklich so, dass weniger jetzt der Ernährungsplan, also der Essplan bleibt dann grundsätzlich gleich, aber die Menge passt sich einfach ein bisschen an, ja. Also dass wir sagen, okay, da jetzt einfach 10 Gramm mehr Nüsse, damit die mehr Kalorien einfach zusammenkommen, ja. Also kommt schon vor, ja, weil es dann einfach irgendwann mal stagniert. Danke, lieb von dir. Sehr gerne. Ich esse immer spät abends total viel, bin stark untergewichtig und habe dann beim Schlafengehen einen total vollen Bauch. Wie kann ich dieses Verhalten ändern? Und ist es in dieser Phase normal, dass der Körper abends zu viel verlangt? Ja, vor allem wenn du untergewichtig bist, ist es ja ein Zeichen, dass du eine lange Phase auch dann einfach zu wenig hattest. Ja? Wenn es jetzt bei dir ist, dass spät abends total viel kommt, ist die Frage, was machst du tagsüber? Was für Gedanken hast du tagsüber? Hast du Diätgedanken? Hast du, ich muss den letzten Abend kompensieren Gedanken? Ja? All das, was dann hochkommt und wenn du dich schon darauf fokussierst, ich weiß, heute am Abend habe ich sicher wieder eine Fressattacke, ja? Dann programmierst du dir das selber schon so ein. Ja? Also da habe ich auch mal eine Klientin gehabt, die hat dann wirklich jeden Tag mir geschrieben, ich habe Angst, dass ich heute wieder eine Fressattacke habe. Na und was war dann natürlich eine Fressattacke? Weil du dir den ganzen Tag diese Gedanken einfach machst, weil du den ganzen Tag den Fokus drauf hast und daran denkst. Ja? Also da wirklich zu schauen, dass du tagsüber ausgewogen isst, eben wie gesagt deine Sollkalorienmenge auch. Ja? Weil dann hast du abends auch dann nicht dieses Verlangen danach.
Ja, also das ist auch ein Phänomen, das tatsächlich sehr oft vorkommt. Ja, also da wirklich zu schauen, wie ist deine Menge einfach tagsüber, dass du ausgewogen am Tag das verteilt hast. Eben wie vorher schon erwähnt, dieses regelmäßige Essen auch und diese fixe Struktur vielleicht, diese drei Hauptmahlzeiten und drei Snacks am Tag so einzubauen, dass das eben abends nicht so passiert. Ja. Warum nennst du in Rezepten oft Süßstoff und Flavor Drops? Ich auch, aber bei Genesung aus Essstörungen wird das sehr, sehr kritisch gesehen. Ja, mir hat es geholfen, dass ich gesund und ausreichend gegessen habe und ich sage immer, alles, was in der Richtung hilft, machen. Ich bin jetzt kein Verfechter davon, irgendwas strikt zu verbieten. Ich habe auch schon mal gehört, dass es Kliniken gibt, die zum Beispiel Proteinriegel total verbieten. Ja? Ich bin einfach kein Fan davon, das auch zu verbieten, weil das auch eine Art Verbot ist. Ja? Also mir hat es geholfen, dass ich mir überhaupt ausreichend Essen mache. Dieses ganze Kochen und gesund und Rezepte, wobei, ob jetzt Süßstoff und Flavortops gesund ist, das ist jetzt wieder eine eigene Diskussion. Ja? Aber mir hat es geholfen beim ausreichend Essen und ich sage, wenn dir Flavortops, also eigentlich ich nehme das Pulver, ich nehme die Drops nehme ich gar nie. Aber das Pulver mir hat das geholfen. Ich habe so meine Magerquark essen können. Ich habe mir Süßspeisen machen können. Ja. Das war halt einfach in meiner Anfangszeit, sage ich jetzt mal. Mein Rezepte-E-Book ist ja die ersten 1-2 Jahre, wo ich wirklich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch und baue auf, ist ja da entstanden. Mittlerweile esse ich Zucker und Süßigkeiten und alles Mögliche ganz normal. Ja. Aber mir hat es am Anfang einfach geholfen, ausreichend zu essen. Deswegen, also ich bin auch da nicht dafür, dass ich sage, ich verbiete das jetzt. Nur weil du aus einer Essstörung kommst, darfst du keinen Süßstoff essen. Ja. Wenn es dir hilft, deine Süßmahlzeiten zu machen und du vorübergehend einfach noch den Schokoriegel nicht essen kannst oder das Eis nicht essen kannst, dann schau, dass du mal deine Menge hinkriegst, ja, wie auch immer du das dann machst. Ja, also das zu viel dazu. Vielen Dank, Julia, sehr gerne. Verstehe ich. Muss ja nicht von null auf alles mit Fett und Zucker sein, wenn man sich das anfangs nicht traut. Ja, genau so. Ja. Also wirklich zu sagen, das, was jetzt geht und wenn Süßspeisen mit Süßstoff am Anfang einfach gehen und helfen, dass die Menge stimmt, dann sehr gerne. Ja. Also ich bin da kein Fan davon, irgendwas zu verbieten. Auch, dass ich sage, Ex-Essgestörte oder Essgestörte dürfen keine Proteinriegel essen. Ja. Wenn es schmeckt, wenn es hilft am Anfang, wenn die Menge dann stimmt, wenn es jetzt nicht 20 Riegel am Tag sind, weil da eben Fressattacke und sowas wieder Thema ist, ja, dann bitte alles, was am Anfang hilft, ausreichend zu essen, ja, und ausgewogen zu essen, die Ernährung da auch anzupassen und die Makronährstoffe auch im Blick zu haben. Ja. Also ja, so viel dazu. Ja, das war es jetzt soweit auch mal mit den Fragen. Das war die letzte. Es freut mich sehr, dass es so gut geklappt hat. Ich habe es aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt jetzt euch das Ganze dann wieder anschauen. Ich werde den Link teilen, auch die, die jetzt nicht teilnehmen konnten. Freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Danke für all die Themen. Da kommt noch was. Ich sehe halt das Schwierige, dass es als Ersatz genommen wird, wenn man richtig Süßes nicht traut. Ja, also das beantworte ich jetzt noch, dann mache ich Schluss. Ja, also wie gesagt, ist am Anfang aber einfach oft so. Ja. Da wie gesagt, deswegen auch diese 80-20-Regel, was dort einfach oft noch nicht funktioniert. Bei mir war es auch so. Ich habe am Anfang lange mich an nichts Süßes gewagt, ja, aber das, wie gesagt, auch als eine Art Prozess und Zwischenschritt dann einfach sehen. Okay, der Stück Schokoriegel geht halt noch nicht, aber ich esse trotzdem gerne süß, möchte ich mir in meinen Joghurt ein paar Flavor Drops reinhauen. Ja. Übergangsmäßig, bei mir war das sehr lustig zu beobachten, anfangs wie gesagt nur so Süßstoff und Flavor Drops und sowas, dann bin ich auf Bitterschokolade übergegangen, auf 75%ige, ja. Dann habe ich gesagt, okay, Kakaoanteil und weniger Zucker und so. Das war dann so mein Zwischenschritt. Und irgendwann mal, seit Jahren jetzt, aber ja, Süßigkeiten, Eis, alles Mögliche dazwischen, wie es mir halt lieb ist. Ja, weil lange Normalgewicht, nährstoffreich esse ich. Ich achte auf mein Protein, Gemüse, alles Mögliche und habe halt aber eigentlich so gut wie jeden Tag ein Stück Süßes einfach dabei oder Kuchen bei der Mama oder mal essen gehen oder so. Ja. Also da wirklich einfach das als Zwischenschritt sehen, ja, weil das nicht von heute auf morgen,
das Süße geht, ist halt oft so. Genauso wie von heute auf morgen einfach nicht intuitiv und ausreichend geht oder das Sättigungsgefühl halt nicht da ist. Ja? Also da einfach wirklich den ganzen Prozess anzuschauen und wirklich zu sagen, es gibt Themen, die gehen gleich, ich kann sofort alles umsetzen, aber manches dauert halt ein bisschen. Ja, ja und so ist es halt beim Süßen auch. Ja? Also da einfach wirklich zu schauen, und je mehr man auch sich um das ganze Mindset-Thema und das ganze hinterfragen, will ich eigentlich mein Leben lang wirklich auf den Schokoriegel verzichten, ja, also je mehr man einfach dieses ganze hinterfragen, dieses ganze Mindset-Training auch macht, desto mehr werden dann noch diese Themen wieder kommen und irgendwann geht dann vielleicht oder hoffentlich auch der Schokoriegel wieder, wenn das funktioniert, ja, also so viel noch dazu. Deswegen zusammenfassend: Ja, es ist nicht leicht. Magersucht loszuwerden ist nicht leicht. Es ist eine Krankheit. Aber da sehr, sehr viel Fokus aufs Neue, sehr, sehr viel hinterfragen, Mindset-Training, Krafttraining, Ernährung anpassen und dranbleiben, nicht aufgeben. Ich habe sehr, sehr, sehr oft aufgeben wollen und gedacht, ich werde für immer mit dieser Essstörung leben müssen und für immer meine Gedanken ums Essen haben und für immer Angst vor dem Zunehmen haben. Ja. Wirklich an sich arbeiten, hinterfragen, ja, was will man auch aus diesem Leben machen und den Fokus ein bisschen lenken auf, ich will gesund zunehmen, gesund aufbauen, Krafttraining hilft super, ja, dazu die Ernährung anpassen und dann auch wirklich zu fragen, was möchtest du aus deinem Leben machen, was möchtest du aus deinem Potenzial machen, was möchtest du aus deinem Ehrgeiz machen, ja, der ja sehr, sehr oft da ist und sicher auch du sehr ehrgeizig bist, ja, dieses Potenzial zu nutzen, weil es gibt auf dieser Welt so, so, so viele schöne andere Themen, als sich ständig nur mit Diätgedanken zu verbringen. Ja? Also deswegen, ich wünsche euch alles, alles Gute. Es freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Danke für eure Fragen und ja, wie es ausschaut, wird wieder so eine Live-Session kommen, weil wir haben noch ein paar Mindset-Themen offen, die von euch eingemeldet worden sind. Und ja, also ich freue mich aufs nächste Mal und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss!